Diese Kuh atmet zu schnell. Sie hat Hitzestress. Diese Kühe flüchten wegen den hohen Temperaturen in den Schatten. In der thermoneutralen Zone brauchen Kühe keine Energie, um ihre Körpertemperatur zu halten. Dies ist bei Temperaturen zwischen ca. 4 und 15 Grad der Fall. Für Kühe sind, im Gegensatz zu Menschen, tiefere Temperaturen besser. Denn mit ihrer mikrobiellen Verdauung im Magen haben sie eine interne Heizung. Höhere Temperaturen führen zu körperlichem Stress. Sie fressen schlechter, kauen weniger wieder und suchen Schatten auf. Agroscope hat diesen Stress untersucht. Die Forscherin erfasst hier genaue Wetterdaten. Entscheidend sind Sonneneinstrahlung, Temperatur, Wind und Luftfeuchtigkeit. Indikatoren für Hitzestress sind zum Beispiel der Anstieg der Atem- oder der Herzfrequenz. Mit diesem Gurt wird die Herzfrequenz gemessen. Auch wie viel die Kühe trinken, wurde erfasst. In der Milch sind die Reaktionen gut sichtbar. Bei leichtem Hitzestress sinkt der Natriumgehalt durch das Schwitzen. Durch den veränderten Stoffwechsel reduziert sich auch der Laktosegehalt in der Milch. Wird die Hitze extremer, geht auch die Milchmenge zurück. Nicht alle Tiere reagieren gleich schnell und gleich stark auf Hitzestress, ähnlich wie bei den Menschen. Aber Kühe können sich nicht so leicht an Hitze gewöhnen. Bereits ab 18 Grad in der Sonne entsteht Hitzestress. Es braucht präventive Gegenmaßnahmen wie ausreichend Schatten. Wasser anbieten auf der Weide ist ein Muss. Oder der Weidegang wird auf die Nacht verschoben und die Tiere kommen tagsüber in den Stall. Sprinkleranlagen und Ventilatoren sorgen für die nötige Abkühlung von Stall und Tieren. So fühlen sich die Kühe wohler und sie können die von ihnen gewünschte Leistung erbringen.